Hey Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Lange gab es das nicht mehr. Endlich gehen wir mal wieder auf eure Fragen rund um die Firma, den Channel und unsere Projekte ein. Ja, ich habe euch nach euren aktuellen Fragen rund ums Thema Mofakult gefragt. Ich habe ein paar spannende rausgesucht, auf die wir heute eingehen wollen. Ich will auch gar nicht zu lange reden, deswegen fangen wir direkt an mit der ersten Frage von euch. Und zwar, welches war bzw. ist unser teuerstes Projekt, welches wir bisher auf diesem YouTube-Channel gebaut bzw. realisiert haben? Ich denke, da müssen wir gar nicht lange reden, da gehen wir kaum um die Ecke, denn der Hobel steht gerade hier. Eigentlich schade, dass er hier steht. Müsste man viel mehr fahren dafür, dass der so teuer war. Aber man kann es sich fast denken. Es handelt sich hierbei natürlich um unseren Wolf, The Wolf of All Streets, Puch Maxi S, tatsächlich auch das erste Projekt auf diesem Channel und tatsächlich auch das teuerste. Dort wurden wirklich Teile verbaut, einfach die einen relativ hohen Einkaufswert haben. Wir haben natürlich auch das Ding komplett gestrahlt, gepulvert, neue Gabel, Scheibenbremse, neue Räder, Motor, das geht natürlich alles ins Geld. Hat sich aber gelohnt, am Schluss haben wir es dann doch noch hinbekommen, das Ding relativ flott fahren zu können. Anfangs hatten wir da ja hier und da unsere Probleme, aber hier steht er, der teuerste Hobel, bis jetzt, wer weiß, was noch kommt. Danach haben wir erstmal ein bisschen vom Marc auf den Deckel bekommen und haben das Low Budget gemacht. Ihr wisst Bescheid. Aber hat sich gelohnt. Ich finde, ein super Hobel geworden. Ja, und passend zur ersten Frage, Thema teuerstes Projekt, auch ideal die zweite Frage. Wann kommt denn mal wieder ein Video zum Pocketbike? Am besten gehen wir dafür kurz runter, denn das ist natürlich noch da. Apropos teurer Hobel. Also wenn die vom Sick dazu zählen, dann wäre der wahrscheinlich noch über unserem Wolf of All Streets. Aber es wurde nach dem teuersten Hobel von Mofakult TV gefragt. Klar, ganz da hinten wieder, weißt? Ich heb den mal ganz kurz raus, Moment. Wenn der Lenker nicht so groß ist, der stellt seine Chaune auch immer in den Weg. Sah schwerer aus, wie es war. Oh, fuck. Der Lenker ist zu breit. Da ist die Perle. Unser leicht modifiziertes Pocketbike. Hoher Lenker, neuer Lack und mehr ist bis jetzt leider nicht passiert. Aktuell haben wir auch ein Problem, sieht man hier ganz gut. Der Seilzugstarter hat sich verabschiedet, ist auf jeden Fall reparabel. Wir müssen hier was Gewinde nachschneiden, eine neue Schraube reinmachen. Dann kann man ihn auch wieder starten, sollte ja noch laufen, hoffentlich. Und ja, da doch einige nach diesem Projekt gefragt haben, wird es bestimmt bald nochmal ein kleines Video darüber geben. Falls ihr irgendwelche verrückten Ideen habt, natürlich wie immer einfach runter in die Kommentare. Gerade bei dem Projekt sind wir da wirklich offen für alles. Schnell wieder rein, nicht dass das Ding noch rostet hier im Regen. So, nächste Frage. Es wurde gefragt, ob wir für unsere Videos ein Skript schreiben, beziehungsweise gibt es ein Drehbuch für die Videos? Und das kann ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Natürlich machen wir uns einen Plan, was möchten wir in dem Video zeigen, erledigen, machen, welche Projekte. Aber so wirklich, was dann passiert, ich meine, das erfährst du immer erst, wenn die Kamera läuft und wir loslegen. Gerade mit dem Team aktuell, wenn Elias mit mir vor der Kamera steht, dann ist das wirklich einfach Kamera an und wir fangen halt mal an. Und das, was rauskommt, seht ihr dann in den Videos, immer Mittwoch und Freitag, sowie Montag, Signature, ihr wisst Bescheid. Auch oft gefragt, wann gibt es denn wieder mal einen Flohmarkt? Ihr erinnert euch vielleicht, 2020 gab es wirklich einen legendären Abend. Knapp 300 Leute hier unten bei uns. Wir haben sämtliche Teile aus dem, ich sag mal, Flohmarktbestand, haben wir ja hier immer wieder ein bisschen was runtergeräumt. Wir haben alles rausgehauen für euch, haben einen Pool aufgebaut, hatten einfach einen gigantisch geilen Abend. Wir hatten sehr viel Spaß und ich hoffe natürlich, wir können das wiederholen. Wir hauen jetzt alles raus, was geht. Let's go. Ich würde sagen, wir eröffnen den Flohmarkt. Viel Spaß! Ein solcher Abend bzw. Flohmarkt ist fest geplant für 2021, sofern es die Corona-Situation zulässt. Aber aktuell sieht das sehr gut aus. Wir halten euch hier auf dem Channel oder auf Instagram natürlich immer auf dem Laufenden. Auch hat euch brennend interessiert, wer eigentlich die ganzen YouTube-Videos, Insta-Clips, Posts vorbereitet, schneidet und hochlädt. Ich würde sagen, dafür schauen wir einmal ganz kurz hier ins Medienbüro, welches heute mal wieder nicht aufgeräumt ist. Sorry dafür. Yo, Freddy, was treibst denn du hier? Was passiert? Du bist im Meeting? Mit dem Manuel in einem Call. Hi, Manuel. Du bist gerade im Video. Sag mal was, Manuel. Sag mal was. Videocalls, Videos machen, alles nur Video. Und das für ein Scheiß. Okay, ich glaube, Manuel ist jetzt gefeuert. Freddy, die Community hat gefragt, wer eigentlich unsere Videos schneidet und Posts vorbereitet. Du bist ja da ein großer Teil von. Würdest du das bestätigen, dass du das bist?
In der Tat. Also Leute, das hier ist Freddy. Er war mit uns in Italien. Ihr habt ihn ja ein oder das andere Mal auch vor der Kamera gesehen. Ansonsten steht er viel hinter der Kamera, schneidet die Videos, bereitet die Posts vor, so wie hier jetzt zum Beispiel für das nächste Tutorial, welches auch sein Baby ist. Das heißt, das ist alles Freddy, sein Werk. Aber Freddy macht das nicht alleine. Wir haben noch eine zweite Person. Und der steht gerade unten, glaube ich, beim Foto machen, ne? Ja, ich hoffe es auch. Wir gucken mal kurz runter zu unserem Roger, der einzigst wahre. Schauen wir mal, ob er hier im Räumchen ist. Ja, schauen Sie mal da. Jetzt erstmal Musik aus. GEMA macht uns sonst wieder Stress. Und jetzt möchte ich hier mal ganz kurz sehen, was hier passiert, mein Freund. Die Leute haben gefragt, wer schneidet die Videos, wer bereitet die Posts. Wir waren gerade schon beim Freddy. Jetzt stören wir dich hier beim Fotos machen, aber du bist hier quasi Person Numero Uno seit Anfang an bei den YouTube-Videos, ne? Ja, ich habe eigentlich die allerersten Videos, die ersten zwei Videos habe ich gemacht. Also das ist mega spontan gewesen, mit dem Marc an ein Event mit. Und dann später hat dann ein anderer Kollege das übernommen. Hat etwa ein Jahr lang Film gemacht und dann bin ich fix jetzt in die Firma eingetreten und habe YouTube-Film und Produktfotografie übernommen. Das ist auch die zweite Frage, die gefragt wurde. Was macht das Medienteam, also Freddy, du und ich in dem Sinne jetzt, außer YouTube-Videos noch? Und da sieht man jetzt auch schon deine Arbeit. Du machst hier die ganzen Produktfotos für unsere Website, wenn ich das jetzt richtig sage. Jetzt ist noch ein bisschen Ghetto da, weil ich gerade sehr viel zu tun habe, weil YouTube-Videos sehr viel Arbeit geben und ich nicht Produktbilder machen kann. Ihr seht, das sind alles neue Produkte, die kommen. Und da bin ich gerade jetzt. Was haben wir hier jetzt? Was haben wir hier jetzt? Ein Diodeneinsatz, Rücklicht 12 Volt. Must have. Ja, dank Roger, dass der hier wieder Vollgas neue Fotos macht, ist das auch schon im Shop. Hier sieht man jetzt zum Beispiel deine Arbeit. Das ist auch mal ganz cool zu sehen. Das sind jetzt die Rohfotos, die werden dann noch bearbeitet. Und am Schluss sieht das einfach tipptopp aus und landet bei uns auf der Website. Also Roger, geile Arbeit mit deinen Fotos, natürlich auch mit den Videos. Ich denke, da spreche ich für die Community. Die Jungs geben wirklich Vollgas, wir lassen dich jetzt in Ruhe arbeiten. Ach ja, falls ihr wissen wollt, was ich mache außer YouTube-Videos und Social Media, nichts. Weiter geht's. Für die nächste Frage brauchen wir unseren Luca. Viele kennen ihn noch aus den Videos von früher, haben auch viele nach ihm gefragt. Und auch eine heiße Frage, die ich heute für euch beantworten will. Luca schon heim. Es ist 14.30 Uhr. Der hat ein Leben, hey. Jetzt wollte ich die Frage beantworten, welches Luca sein schnellster Hobel ist. Weißt du, welches der schnellste Hobel vom Luca ist? Also, Angie, jetzt, wo wir dich gerade da haben, es wurde gefragt, ob der Mini-Penis noch in deinem Hobel hinten drin ist. Der ist definitiv noch drin. Ist er da, der Hobel? Okay, wir gucken mal schnell. Komm mit. Jetzt mal kurz zu deinem Hobel, den wir da ja in Rekordzeit auf die Straße gebracht haben. Bist du ihn schon mal gefahren? Fährt der gut? Fährt super. Aha, das hört man gern. Oh, ist der Luca zugedreht. Köbi. Tatsächlich, da ist er noch. Hast du den Pimmel? Ja, leg den mal da rein. Also, das dann hat sie ihn immer dabei. Das weiß sie erst, wenn sie das Video sieht. So, auf Gummi gelagert ist immer besser. Ja, dann kleppert's nicht. Ja, das wollte ich jetzt vermeiden, den anzufassen. Alter, boah, der hat sich voll verfärbt, Mann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ding bleibt dafür ewig drin. Also, Deckel drauf, Schrauben drauf. Da ist der Beweis für euch. Ist nach wie vor drin. Geil, fahren wir mal eine Runde, Angie, bald, wenn's Wetter besser ist. Ja, das ist jetzt echt bitter heute. Danke, Angie, für deinen Einsatz. Was ich auch eine sehr spannende Frage fand, war, wie viele Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen arbeiten aktuell bei uns im Lager und verpacken wir und bereiten wir die Päckchen bereits am Wochenende vor, damit am Montag dann auch alles rausgeht. Also aktuell haben wir hier bei uns die fleißigen Lagerbienchen 7, 9, 12, 17, 17 Angestellte bei uns im Lager, inklusive der Lagerleitung natürlich. Und ja, auch am Wochenende wird hier bereits verpackt, Samstagvormittag hier im reduzierten Team immer am Start, um eure Bestellungen vorzubereiten, damit am Montag dann möglichst immer gerade alles rausgeht und am nächsten Tag bei euch daheim liegt. Zum Thema Lagermitarbeiter, auch gerade zur nächsten Frage. Wer war der erste Mitarbeiter nach Marc hier im Mofakult-Team? Und tatsächlich war es unser treuer Mitarbeiter, der Jevat, nach wie vor hier bei uns im Team, hat vor Jahren zusammen mit Marc das Lager quasi von null aufgebaut. Jetzt steht er hier mit einem großen Team und wir sind mega happy, dass er nach wie vor da ist. Jevat, ganz viel Liebe geht raus an dich. Und die nächsten Fragen, dafür brauchen wir den Marc, denn ihr habt natürlich auch ein bisschen was über die Firma generell wissen wollen und ich denke, das kann er am besten beantworten. Ah, da hat es das Schild dran. Guck mal. Bitte nicht stören. Das spricht doch mal definitiv dafür, dass wir hier den Marc finden werden. Am Buch lesen, wie immer. Hey, hey, hey! Ja, ich störe. Darf ich kurz? Du, wir sind hier
gerade am Fragen beantworten. Ich habe auch gerade über dich nachgedacht. Echt, was für mich nachgedacht? Ich habe da gerade eine Anleitung, wie dass man abtrünnige Mitarbeiter wieder in den Zaum bringt. Hat da einen Schraubstock gefunden für deine Eiermähe. So viel zu einem seriösen Video. Also, wir wollten eigentlich ein paar Fragen von dir beantwortet bekommen. Die erste fand ich mega spannend. Und zwar ging es darum, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Mofakult zu gründen? Beziehungsweise warum? In welchem Gedanken hattest du diese Gründung dann? Das ist eine gute Frage. Dachte ich mir auch, ja. Wie lange ist es denn schon her? Das war nämlich auch eine Frage. 2009 hat das angefangen. 2010 ist dann der Online-Shop online gegangen. Und es ist in Art daraus entstanden, dass ich selber geschoben habe und Töffelteile mir gefällt haben. Ich habe die selber hergestellt für mich. Und dann auch für Kollegen und irgendwann für mehr Leute. Und habe eine Plattform gebraucht, um die zu vertreiben. Und darauf ist dann der Online-Shop entstanden. Erst mit relativ wenig Teilen, sehr speziellen Teilen so. Und dann am Schluss in der Größe, jetzt sind wir hier. Also ja, angefangen am 1. Abend, 21. Januar 2010, jetzt mit einem Teil. Welches Teil? Artikel Nummer 10.000, Zündungseinstellungswerkzeug, genau. Und dann habe ich das Adapterstück selber hergestellt. Das war das erste Teil. Sehr geil. Und jetzt aktuell knapp 11.000 Teile am Lager, war nämlich auch eine Frage. 11.000 Teile am Lager, genau. Also das war die erste Frage und ich denke, das hat einige interessiert, mich auch, um ehrlich zu sein. Ich habe auch gedacht, wieso hat er Mofakult gegründet? Ja gut, kam also aus deinem Hobby, hast du ein Bedürfnis gesehen? Und so ist das dann immer weiter gewachsen. Vielleicht ein bisschen eine rhetorische Frage, aber auch spannend, wann kann man mit Twint bezahlen hier? Mehr du drückst auf, du hast gezahlt, seine Wunde streuen. Oh. Unbewusst? Unbewusst, nein, ist wirklich so. Braucht noch ein paar Monate, aber wir sind dran, genau. Lieber Sport, wenn ihr. Ich wollte sagen, lieber spät, aber dann richtig ohne Probleme. Also, ist am Kommen, noch ein bisschen gedulden. Vor einigen Wochen warst du ja auch mal Gast in einem Video von Sick Nature. An deinem Geburtstag sogar hast du deinen dreirädigen Hobel wieder fit machen wollen zusammen mit Sick. Ich kann mich erinnern, dass das noch nicht ganz finalisiert wurde. Jetzt wurde hier von der Community gefragt, wann geht's da weiter? Das ist eine sehr gute Frage, Zeit fällt. Aber nicht nur bei mir, sondern auch beim Sick. Darum, es wird weitergehen. Der Sick, ich kann es auch schon kaum erwarten, aber ihr müsst euch noch Geduld. Falls ihr dieses Video nicht gesehen habt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt gibt es vielleicht nochmal ganz kurz einen Eindruck von diesem wilden Tag, den die beiden da hatten. Wir sind in Kondo. Let's do this. Oh, das ist noch das Schleifschieben. Nein! Oh, ein Stück Krieg, ich sag's euch! Oh. Spezielle Alubremsbacke. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Obrist MTB fragt, ob er das Video beenden darf. Sag ich nicht nein. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche jetzt noch schönen Tag, schönen Abend. Und ihr vergesst jetzt nicht, den Channel zu abonnieren. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.